Okay, also, das ist doch nicht dein Ernst gewesen. Der hat wirklich, pass auf, dieser Spieler da, dieser, genau der, der hat sich da drüben dieses Plot geclaimed und wollte mit mir zusammen merchen. Das geht ja bei uns nur, wenn ich das jetzt erlauben würde. Das haben wir als Sicherheitssystem eingebaut. Das wollte ich jetzt einfach gesagt haben und jetzt fange ich die Folge an, würde ich mal sagen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ganz genau richtig. Ich fliege hier gerade über einen Plot und ihr seht schon rechts, ja, da steht Horst Flock. Das ist der Plot-Owner. So, was heißt das? Was ist das? Was ist hier los? Guckt euch mal dieses gigantische Stück Plot an. Ich habe mir gerade gedacht, wisst ihr was, da kann ich auch mal eine Folge draus machen aus sowas. Und zwar, mir werden immer wieder Plots von euch geschenkt, die ich dann an euch verschenken kann. Alter Vater, guck mal, der hat ein Feuerschwert und hat den Drachen geköpft. Alter Vater, das ist mein, falls ihr euch das selber angucken wollt, ich werde das jetzt nämlich nicht löschen oder so. Das ist PH Horseflock 6 auf Malz. Beziehungsweise müsste einfach mal alle PHs bei mir durchschauen, ne? Weil ich werde jetzt gleich wieder aussortieren. So, wäre schön, wenn du es verschenken würdest. Ja, pass auf. Das Ding ist nämlich, guckt euch mal bitte an, wie riesig das hier ist. Das geht unterirdisch weiter. Hier oben ist der Ozean. Hier unten ist nochmal eine komplette Welt für sich. Das kannst du keinem erzählen. Und das soll ich verschenken. Genau darum geht es heute in der Folge. Ich habe mir gedacht, wir suchen mal die größten und die dicksten und fettesten Plots raus, die ihr mir geschenkt habt. Warum auch immer ihr mir die geschenkt habt, damit ich die verschenken kann, aber das kann ich nicht. Leute, guckt euch das mal bitte an. Hier sind noch teilweise Kisten mit Stuff drin. Guckt euch das mal bitte an. Was ist das bitte für ein unendlich riesiges Plot? Es ist so gigantisch. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich kann das unter keinen Umständen jemandem schenken. Das ist so gigantisch. Wem soll ich denn sowas hier schenken? Guckt euch das mal an. Selbst hier in der Kirche. Guckt, hier kann man auch Köpfe hinsetzen. Guck mal, die müssen im Kirchenchor. Kannst du Köpfe hinsetzen, hast du hier direkt einen Pfarrer, eine Predigt und alles. Meine Freunde, wenn ich mir das hier mal alles so angucke, weil das ist schon ein anderes Plot hier, ne? Ja. Wenn ich mir das angucke, was ist das bitte für ein unendliches Monstrum an Plot? Ich habe gerade schon geguckt. Es sind 63 Plots. Meine, also wirklich jetzt, 63 Plots. Was soll ich damit machen? Da ist auch ein bisschen Blut gemercht hier an der Stelle. Und hier sind noch so viele Häuser. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das mir geschenkt hat. Ich weiß auch nicht, wer der Vorbesitzer war. Aber ich kann mal ganz kurz gucken. Mit einem kleinen Trick können wir das rausfinden. Dann weiß ich, wer es mir geschenkt hat zumindest. Oder zumindest einen Namen davon weiß ich. Der Christian war das. Nee, oder? Warte mal. Skull, removed, removed, placed, daylight, placed sign. Nee, das stimmt aber nicht. Das muss eigentlich hier immer das letzte sein. Removed Skull. Als ob das hier nie hingestellt wurde, das Schild. Doch, hier, da, so. Der Christian, der hat mir das Plot hier vererbt. Also der Christian und wahrscheinlich seine ganzen Kollegen, die dazugehört haben, die haben mir dieses Plot geschenkt. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir gucken uns mal die ganzen Plots an, die ich so besitze. Und weil ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Guck mal, da sind überall Kisten. Da sage ich jetzt mal, oh, guck mal, hier können wir, sehen wir schon mal, wer da drauf noch zugegriffen hat vor 300 Stunden. Also die gehören wohl alle zusammen. Die haben hier wohl zusammen gespielt, weil, ganz ehrlich, das ist, also selbst wenn ich das Plot verschenken würde, Kisten würde ich vorher eh abreißen, beziehungsweise würde ich die löschen mit World Edit. Weiß ja nicht, wird ja die ganze Wirtschaft kaputt machen. Guck mal, ich habe ein Unendlichkeitsinventar. Das geht nie voll, ne? Es wird einfach nur nachgeschürt. Das ist lustig. Wir gucken mal durch, was ich noch so habe, weil ihr schenkt mir wirklich viel. Wir sind gerade auf Malz. Guckt mal. Kann für einen Brief oder eine Verlosung genutzt werden. Liebe Grüße, Süß-Sauer-Banane. So, liebe Süß-Sauer-Banane, vielen lieben Dank, dass du mir dieses... Guck mal, was ein wunderschönes Plot. Hier ist zwar nicht fertig gebaut, aber ich kenne das Bau. Das ist aus einem YouTube-Tutorial von Thomas Schliginski ist das hier der Grund. Ja, da fehlt das Dach und alles andere. Es ist aber von Thomas Schliginski. Ist ein bisschen anders gebaut. Hier ist ein bisschen breiter. Normalerweise ist das schmäler hier. Aber das macht nichts. Guck mal, wie gut das ausschaut, ne? Was Schild drauf? Nee. Das sieht echt schön aus. Ja, das ist das Haus. Guckt. Ja, das wäre hier nochmal entstanden. Nur ist ein bisschen umgebaut. Man hat sich quasi inspirieren lassen vom Schliginski. Sieht aus, als ob die dafür eine Schematik gemacht hätten. Ja, also vielleicht wurde da mal eine Schematik draus gemacht. Ich weiß es nicht. Aber guck mal, solche Plots, die schenke ich euch übrigens immer meinen Streams dann, ne? Ich stream ja immer Dienstag, Donnerstag und Samstag um 18 Uhr Minecraft. Ja, und dann immer auf dem PE-Server und auf dem Java-Server. Und da schenke ich euch solche Plots. Auf Java habe ich natürlich viel mehr als auf dem PE, aber auf dem PE kriege ich auch ab und zu solche Plots geschenkt und verschenke die dann an euch. Und das mache ich dann immer meinen Stream.
Items neben den Wunscherfüllungen. Da schenke ich euch sowas. Aber guckt euch das mal an. Das ist ein echt schönes Plot. Da wird sich der Besitzer auf jeden Fall freuen. Und hier auch. Guckt euch das an. Der Kofkodas, der schenkt mir andauernd ganz, ganz geile Plots. Das ist, glaube ich, auch von dem. Ja, ja, das sieht schon so aus. Das ist vom Kofkodas hier. Ja, der macht immer für euch solche Plots, weil er genau weiß, dass ich die verschenke an euch. Baut der liebe Kofkodas immer in ganz, ganz liebevoller Kleinarbeit solche tollen Plots für euch, damit ich die euch geben kann. So, das hier sieht so aus, wie dass es mir überschrieben wurde, weil das sonst gelöscht worden wäre. Ist jetzt nichts Krasses, aber ganz ehrlich, eine geile Anfängerhütte. So, hier haben wir noch was. Es ist auch, ja, ist jetzt nichts Hübscheste, aber guck mal, mit dem Rand auch eine geile Anfängerhütte oder ein kleiner Shop vielleicht sogar. Man weiß es nicht. Und das ist nur Malz, meine Freunde. Ich bin noch nicht mal auf Hopfen. Ich habe auf Hopfen mittlerweile 30 Grundstücke oder 40 wieder. Ja, das sieht aus, das war mal ein Shop. Siehst du, guck mal. Das hier war mal ein Shop, da waren die ganzen Kisten. Das heißt, also hier könnte ich zwar, das Ding hier könnte ich als Shop quasi verkaufen. Verschenken. Cool, da habe ich schon mal irgendwann, habe ich da mal einen Admin-Rand hingeflatscht. Ne? Weil meistens, wenn ich sowas bekomme, hier sind wir wieder beim Großen. Dann mache ich direkt noch einen Admin-Rand für euch. So, hier habe ich ein Bier bekommen. Ja, das ist meins. Das bleibt mir. Minecraft Pilz, ne? Ein kleines Pilzplot, also ein Bierplot. Also auch nicht schlecht, ne? Guckt euch das mal an. Das ist Mülleimer, bitte wir schließen. Ah ja. Ja, und sowas kann ich euch dann immer sehr gut schenken. Ja, wenn ihr dann, ich sag mal, wenn ihr frisch bei mir anfangt auf dem Server und ihr habt gar nichts und ich komme dann in Stream und ihr kommt bei mir in Stream und gewinnt so ein Plot, ist doch super. Ist das doch gerade für die Leute, die neu dabei sind, habt ihr direkt schon ein geiles Plot. Deswegen mache ich das immer so gerne. Weil ich hab hier echt viel. So, das war meins. Das muss ich demnächst mal aus. Das kriegt ihr auch jetzt geschenkt. Pass auf, das hat der Kofkodas das für mich gemacht, aber es ist mir ein bisschen zu kompliziert, das Plot. Weil das ist alles, wie ihr seht, unterirdisch, ne? Und da habe ich gesagt, das ist zwar super lieb, dass er mir einen Plot gemacht hat, aber jedes Mal, wenn ich irgendwas einlagern wollte, muss ich hier durch diese Gänge durch. Und da habe ich gesagt, das ist mir zu blöd, weil ich brauche mal einen Plot, wo ich meinen ganzen Bums lagern kann. Zum Beispiel, ihr kennt ja den Streamerkopf, den ihr bei mir kaufen könnt. Das ist der hier. Den könnt ihr bekommen für Kanalpunkte. Also natürlich nicht für echtes Geld. Für Kanalpunkte könnt ihr den bei mir bekommen, den Kopf. Und ich brauche mal irgendwie ein ordentliches Lager, wo ich das alles lagern kann. Und hier, wie ihr schon seht, jetzt renne ich hier wie ein Bekloppter im Kreis, weil ich weiß, irgendwo hier hatte ich meine Sachen drin. Hier habe ich zum Beispiel meine Weihnachtsschlinge, also der Gottschwert ist noch da. Hier sind noch ein paar Köpfe von mir drin, ne? Mein Corona-Kopf existiert zum Beispiel noch. Mein Horse-Flock-Kopf aus Halloween. Solche Sachen, ne? Mein Faxebier. Und es ist ja vollkommen klar, dass ich die Sachen mal irgendwie aufheben möchte. Das habe ich die ganze Zeit hier im Plot gemacht, aber da brauche ich mal ein neues Plot dafür. Irgendein kleineres, das einfach für mich ist, ne? Schickes, kleines, übersichtliches Plot. Also das würde dann hier auch an euch verlost werden. Achso, sowas passiert auch, dass mir Leute so einen Plot entweder mit Absicht überschreiben oder das passiert, dass die Leute... Naja, es passiert eigentlich nur beim Löschen. Also wenn das Plot so aussieht, hat es mir einer überschrieben. Guck mal, was da steht. So, hier steht, abonniert Exilus und Horst Vlog auf YouTube und haut die Glocke. Ehrenmann, absoluter Ehrenmann. Ich weiß zwar nicht, warum er mir das überschrieben hat, aber das passiert tatsächlich öfters. Dann tun wir das jetzt mal hier dem Spiel wieder zuführen, den, weil, ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht aufheben, ne? So leere Plots. Irgendjemand, der daneben claimt, ärgert sich dann zu Tode, weil er dann so ein hässliches Plot als Nachbar hat. Also immer, wenn ich sowas erwische, wird er direkt gelöscht. Dann gehen wir mal zum nächsten. Ah, das war's. Okay, ich bin mit Malz durch, aber Hopfen ist halt auf Erst habe ich ein paar, aber Hopfen, guck mal, dann machen wir jetzt mal 30. 30 habe ich nicht mehr, seht ihr? Ich habe schon wieder verschenkt, ganz fleißig. Wir gehen mal runter. Ich gucke jetzt mal, wie viele Plots mittlerweile wieder da sind. 25 habe ich noch nicht, 24 noch nicht, 23, guck mal weiter. 21 sind es wieder. Okay, seht ihr? Und dann kriege ich zum Beispiel auch hier vom Leon, das hat der Leon gebaut. Das ist auch eindeutig dafür, dass ich euch das schenken kann. Und da geht es dann aber, muss ich sagen, jetzt, wenn jetzt einer sagt, boah, ist das hässlich, das brauche ich nicht. Was will ich mit so einem Plot? Ganz ehrlich, es ist ein Vierer-Merch. Also jemand, der keinen Rang hat und ganz neu ist, der kann das Ding nehmen, der hat ein Vierer-Merch. Was der dann da draus macht, ist ja egal. Aber es ist erstmal ein Vierer-Merch. Und wenn man selbst wenn man das Wasser nicht mehr weiter, dann kann man sich ja zur Not bei mir im Stream wünschen, dass ich das Wasser hier wegmache. Ja, da hast du ein fertiges Vierer-Merch. Als Beispiel jetzt, sag ich mal. Ich habe auch mal sowas zwischendurch, dass ihr mir meistens gebt, damit ich es irgendjemandem schenken kann. Und wie gesagt, das sind ja so die ganzen perfekten Anfänger-Dinger. Also jemand, der gar nichts hat, würde ich auf jeden Fall freuen. So, wenn er wollt, kommt auf den Server und guckt einfach mal meine ganzen PHs durch. Dann wisst ihr, was ich alles habe. Ja, hier habe ich ja auch noch was auf Gerste. Wollte ich mal kurz reingucken. Guck mal, das ist hier in Spawn-Nähe. Das muss ich noch verlosen. Ich glaube, das war von Sir Optimize, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss mal schauen, weil das war mit Admin-Eingang. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich kann nur sagen, dass es hier in Spawn-Nähe ist. Also selbst wenn man sagt, boah, ich baue das um, es ist ein Zweier-Merch in Spawn-Nähe. Versteht ihr? Warum nicht? Kann man ja auch mal was draus machen. Ne? So hier Kleinigkeiten, das ist noch ein kleines Plot und so weiter und so fort. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt ja mal auf den Server. Guckt euch einfach
einfach mal in Ruhe meine ganzen Plots an. Ich habe echt viele auf allen drei City-Builds, hier sogar mit Köpfen, die noch drauf sind. Also irgendjemand freut sich bestimmt, hier ist ein Papagei, guckt euch das an. Ja, hier, viel Freude mit dem Haus, und wer hat mir das denn gegeben? Auch der Sir Optimized guckt. So, dann machen wir hier natürlich noch schnell, hat er mir überschrieben. Und das ist natürlich dann für euch, beziehungsweise wenn ich mal so einen Plot erwische, das mir ganz gut gefällt und klein ist, das ich für mich als Lager benutzen kann, dann werde ich das natürlich behalten, damit ich endlich mal ein Lager habe. Bin einfach viel zu faul, mir selber was zu bauen und viel zu unkreativ. Meine Freunde, ja, da bin ich schon mit raus mit dem Quatschvideo. Heute gar nicht irgendwie jemand angeschrien oder so, sondern einfach nur mal geredet. Wenn ihr Bock habt, dann kommt da vorbei und staubt euch mal ein paar Plots bei mir ab. Wie gesagt, das ist eigentlich in jeder Stream-Session beschäftigt. Denken wir diese Plots. Also da könnt ihr immer mal vorbeischauen, um was abzugrasen. Meine Freunde, ich bin damit raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.